Nee, sag nicht frech, ab ins Bett. Es ist gemein. Nur Killer-Boy-Rats, bisschen Schule nervt, wir sind cool. Wenn du auf dein Zimmer musst und dich packt der Bus, dann sing ne 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 ne. Schreibt heute ein Diktat. Hast du das schon vergessen? Henry, du schrecklicher Junge. Du hast kein bisschen geübt. Ich finde, heute ist ein guter Tag zum Kranksein. Henry, bist du schon aufgestanden? Oh, ich fühle mich irgendwie krank, Mama. Für mich fühlst du dich ganz normal an. Zieh dich an und putz dir die Zähne. Mir ist völlig egal, wenn ich die ganze Schule anstecke. Nein, ich glaube, er ist wirklich krank. Er ist ganz blass und heiß. Er kann heute einfach nicht in die Schule gehen. Haha, es hat geklappt! Henry, warum bist du nicht angezogen? Du hast doch gesagt, ich bin zu krank und kann nicht in die Schule. Damit habe ich aber Peter gemeint. Peter? Krank? Nein! Das ist du immer und mir nicht. Ach, red nicht so einen Quatsch, Henry. Übrigens, Babypuder und Wasser vermischen sich nicht. Ich will aber zu Hause bleiben. Es geht mir schon viel besser, Mama. Und ich möchte in die Schule. Heute haben wir doch Sachkunde. Henry, du bist nicht krank und du gehst in die Schule. Peter, du bist krank und du bleibst daheim. Oh. 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 Warum sehen Sie nicht, dass ich von Bakterien befallen wurde? Entweder das oder ein Diktat. Du meine Güte. Henry auch. Oh, dann gehe ich schnell zur Arbeit, bevor ich mich auch noch anstecke. Macht's gut. Scheint, als würdest du auch daheim bleiben müssen, Henry. Ja, geschafft. Na dann komm ab ins Bett, Henry. Wenn du krank bist, musst du dich hinlegen. Und das heißt, keine Computerspiele. Aber Mama, mit Computerspielen geht's mir bestimmt besser. Wenn du Computerspiele spielen kannst, kannst du auch in die Schule gehen. Sein, wenn man nicht am Computer spielen darf. Mama, ich hab Hunger! Mama, ich hab Durst! Mama, mein Bett ist zu warm! Mama, mein Bett ist zu kalt! Mama! Gar nicht gut. Ihr müsst euch um euch selbst kümmern, bis Papa nach Hause kommt. Oh, mir geht's schon viel besser. Darf ich am Computer spielen? Oh, na gut. Aber zuerst könntest du mir ein Glas Orangensaft bringen. Oh, wenn das zu schwierig ist, gehst du lieber wieder ins Bett.
Und bringst du Peter bitte ein paar Kugeln Eis für seinen Hals mit? Autsch! Eine für Peter, zwei für mich. Eine für drei für mich. Ich will ja nicht, dass dem armen Peter wieder schlecht wird. Hallo? Hier spricht Frau Sonderlich. Bist du das, Henry? Nein. Hier ist Peter. Henrys rotznäsiger kleiner Bruder. Oh, ach so. Ja, ist deine Mutter da? Ich möchte sie fragen, warum Henry nicht zur Rechtschreibarbeit erschienen ist. Nein, das geht nicht. Ich meine, nein, sie ist weggegangen. Ach, und übrigens, Henry wird ja sowieso niemals wieder zur Schule kommen. Ach, tatsächlich? Und warum nicht? Er hat so hohes Fieber, dass sein Gehirn geschmolzen und, ausgelaufen ist. Entschuldigen Sie, ich muss Schluss machen und es aufwischen. Tschüss. Na sowas. Henry, wo ist mein Saft? Und wo ist mein Eis? Wenn ich König bin, mache ich ein Gesetz, dass immer nur einer krank sein darf. Und das bin natürlich ich. Henry, war das die Post? Bringst du sie bitte mit rauf? Oh, es macht echt keinen Spaß, brav zu sein. Ah! Henry, siehst du mal nach, wer da ist? Hallo, mein Kleiner. Sind Mami oder Papi da? Mama schon, aber sie ist krank. Und ich muss alles aufräumen. Ich ruf sie, wenn sie wollen. Mama! Oh, nein, 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 stör sie nicht. Richte nur etwas aus. Wir machen Reparaturarbeiten und müssen das Wasser für ein paar Stunden abdrehen. Lass das, Mieze. Das ist doch für Peter. Wir geben dann Bescheid, wenn wir fertig sind. Henry! Komme! Mieze, das bekommt man nur, wenn man krank ist. Vielen Dank. Wer war das an der Tür? Ein Mann. Sie stellen das Wasser ab. Oh nein, nicht heute. Das habe ich ja ganz vergessen. Henry, pass auf. Du musst die Badewanne füllen. Dann füllst du alle Töpfe, Wasserkrüge und einfach alles, was du finden kannst, ja? Und beeil dich. Und bring Peter sein Eis. Jetzt kann ich am Computer spielen. Oh, schlimmer kann's ja wohl nicht mehr werden. Henry, sei so lieb und bring mir noch eine Decke. Und mir meine Wärmflasche. Mir ist zu kalt. Und noch eine Zeitschrift. Und mein Buch. Und den Hustensaft. Ich brauch Taschentücher. Henry, kannst du bitte an die Tür gehen? Die Tür. Das Wasser wird wieder angestellt. Achte darauf, dass alle Wasserhähne zu sind. Na toll. Noch jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Was? Wollen Sie sonst noch was? Eine Wärmflasche? Eine schöne flauschige Decke? Nein, nein, nein. Danke. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch? Kein Problem. Ich setze es auf die Liste. Hört ihr das? Ruhe! Keiner ruft nach mir und will irgendwas. Na endlich! Oh, Henry.
Ich fühle mich einfach grauenvoll. Ich leg mich ins Bett. Ja, Mama ist auch krank und ich musste ihr Saft bringen. Und Peter wollte Eis haben und Frau Sonderlich hat angerufen und der Mann von der Stadt war da und ich musste alles auffüllen. Und dann... Oh, oh. Und keiner hat die Wasserhähne zugedreht. Und jetzt bin ich klitschnass und mir ist kalt und... Und jetzt bin ich wirklich krank. Und das ist gemein. Ich will wieder in die Schule.